Ja, liebe YouTube-User und User, und jetzt kommen wir zu dem Review zu der Goldschildfisch-Skin von skinsforthings.de. Schaut mal auf der Seite vorbei. Ich mache es heute mal ganz persönlich, ausführlich mit dem Propoda Device Cleaner. Mobile Device Cleaner. Übrigens nicht das normale iPhone, was ich sonst noch benutze, denn ich habe ja schon eine andere Skin drauf, die ich nicht unbedingt runter machen will. Also, das Ganze mal schön sauber. Sieht ihr hier um die Lampe? Schlecht, nein, egal. Schöne Lampe, oder? Ist schon ziemlich verkratzt, aber das ist nicht meine Schuld. Jo, also dann zieht ihr das einfach hier so runter. Und seht ihr hier, dass das hier Riffellinien sind? Und hier auch. Und dann hätte man vorher aufpassen sollen, dass das Kameraloch hier ausgeschnitten ist. Dann klebt ihr das einfach hier so drauf. Kameraloch. Damit das Kameraloch auf dem Kameraloch ist. Ups. So. Und dann einfach feststreichen von der Mitte her. Ich habe die jetzt irgendwie etwas schief drauf geklebt. Den hat man die nochmal kurz abziehen können hier. So, jetzt sieht man, dass ich es ziemlich gerade jetzt mal hingekommen habe. Und dann einfach feststreichen. Und dann ist die ganze Sache auch schon fertig. Hier, nicht? Klebt sehr gut, geht hier unten noch etwas ab. Das wird sich dann bestimmt hoffentlich mit der Zeit legen. Und den halt etwas fester drücken. Jo, also mit der Design Skin von skinsforthings.de. Schaut mal auf der Seite vorbei. Das ist hier die Goldfisch Skin. Jo, das war das Review dazu. Man sieht hier nämlich einen schönen Tag noch und ciao.